In unserem letzten Video sind wir ja schon mal mit der Badewanne den Berg runtergefahren. Da hattet ihr in den Kommentaren geschrieben, dass wir unbedingt nochmal einen Motor an die Badewanne machen sollen. Genau, das machen wir jetzt. Und wenn hier kein Schnee liegt, fahren wir jetzt mit unserer Badewanne in die Alpen. Sehr gut. Wir haben die Bremse jetzt gegen Motor getauscht. Ich hoffe, dass wir jetzt ein bisschen schneller fahren können als letztes Mal. Und haben die ganze Badewanne noch etwas höher gelegt. Der beste Drift jemals! Das ist zu glatt, hier kann man nicht driften! Okay? Ja. Ach du Scheiße, gut, dass du rausgesprungen bist! Alter, ich bin hier voll der Welt noch drin gewesen. Ach du Scheiße. Das kann man wieder reparieren. Ja, jetzt kommen wir mal drüber. Da hat sich das zerlegt. Ach du Scheiße. Alter, hat sich zerlegt. Na gut. Nein. Das war wohl das Ende. Was? Also war auf jeden Fall eine richtig geile Idee, den Motor hier dran zu machen. Das hat noch mal viel mehr Bock gemacht, jetzt dann mit dem Berg runter zu fahren. Den letzten Sprung hat die Badewanne jetzt leider nicht mehr ganz überlebt. Ja, aber ich würde sagen, es hat sich trotzdem mega gelohnt, in die Alpen zu fahren. Können wir erst mal 6 Stunden zurückfahren. Und es hat sich auf jeden Fall auch mega gelohnt, dass der Laurens vom Kanal Börzer dabei war. Schaut auf jeden Fall mal bei dem vorbei. Ja, richtig cool, dass das so spontan geklappt hat. Und bei mir sieht ihr in Zukunft vielleicht auch noch was. Und vielleicht sogar die Badewanne hier.